Hallo zusammen, hier ist wieder Chiller und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guard präsentieren. Heute geht es um eine nette kleine Schnecke und wie wir die kriegen können, will ich euch jetzt mal zeigen. Als allererstes zeige ich euch einmal das Mount und zwar haben wir das hier einmal im Mount Journal und das schimpft sich Magma Häuschen. Und das ist diese hübsche Schnecke hier. Und wir müssen eigentlich nicht sonderlich viel tun. Es sind zwei Schritte. Wir müssen uns erst ein Item besorgen. Und zwar ein Gegenstand leerer Magma-Panzer. Und den habe ich schon im Inventar. Leerer Magma-Panzer, das seht ihr hier. Und wo kriegen wir das her? Erstmal können wir das auch aus Maha kaufen, wenn ihr zu faul seid, euch das selber zu farmen. Kostet bei mir jetzt hier gerade anscheinend 6k, im Durchschnitt 13k. Das wird wahrscheinlich noch sinken. Und man kann sich das aber auch selber farmen. Auf Handy-Notes wird das angezeigt, dass es da hinten einmal in dem Lavafluss ist. Da sind nämlich alle möglichen Schnecken, kann man sie farmen. Ich habe jetzt hier gefarmt und habe da einfach ein paar Schnecken umgehauen. Auf WoW-Head steht, man braucht etwa 25 bis 30 Minuten Schnecken klopfen, dann hat man das Ding drin. Ehrlich gesagt, ich habe genau, irgendwo hier habe ich genau zwei Schnecken umgeklopft und hatte es. Also es geht relativ schnell. Oder wie gesagt, ihr könnt euch das Ding auch mal Haar kaufen. Sobald ihr das habt, geht ihr dahin, wo ich oben bin, auf den Koordinaten 71, 25. Und dort ist ein Lavasee. Und in diesem Lavasee, hier ganz oben, haben wir eine ermächtigte Schnecke im Wasser drin. Und sobald ihr diesen, diesen Panzer habt, könnt ihr reingehen in die Lava, dessen anklicken und channelt einen Cast. Ihr könnt, während ihr den Cast channelt, nicht eine andere Fähigkeit drücken, sondern müsst 16 Sekunden das channeln und dann bekommt ihr euer Mount. Heißt, wenn ihr irgendwelche Heilzauber habt, haut ihr euch vorher drauf, irgendwelche CDs, haut euch die vorher drauf oder habt einfach einen anderen Spieler hier stehen, der euch von oben runter heilt. Es gibt noch andere Möglichkeiten. Es gibt dann auch noch ein Toy, was ich leider selber auch noch nicht habe. Und zwar irgendwas mit Horn heißt es. Hier genau. Ermächtigt das Horn des Lavaschwimmens. Trinkt aus dem Horn, um im Freien im Dragonflight für 10 Minuten lang immun gegen Lava zu sein. Also wenn ihr das habt, dann könnt ihr dementsprechend auch eine Lava schwimmen, ohne Schaden zu kriegen. Das gibt es von dem Siege-Event, was hier unten ist. In der ersten Kiste in der Woche. Könnt ihr auch mit ein paar Twinks farmen. Habe ich noch nicht gemacht. Heißt, wir werden es jetzt so probieren. Und ich habe keine Ahnung, ob es klappt. Also, was machen wir? Wir tun jetzt einmal pre-hotten. Hüpfen dann hier unten rein. Und ich hoffe einfach, das klappt. Warte mal, ich kann sie anklicken. Jetzt drücken wir einfach mal alle cool. Oh, ich hätte die Convoke nicht abbrechen dürfen. So. Oh, es sind doch 20 Sekunden, ne? Mein CD ist ausgelaufen. Mal gucken. 13. Ah, das wird, glaube ich, nicht. Das wird nix. Ich hab die Convoke abgebrochen, ne? Das war der Fehler. Aber ich habe nochmal einen Auto-Heal, der proggt als Druid Tank. Ah, vielleicht doch. Nice. Und da haben wir das. Haben wir das schicke Mount. Ich zeig's euch gleich. Jetzt will ich wahrscheinlich rippen. Jawohl, ich bin tot, aber ist nicht so schlimm. Eingetütet haben wir es. Übrigens, kleine Randinformation, die Schnecke ist nicht immer da. Ich bin jetzt hier gerade über die Worldboss-Gruppe gehoppt. Ihr seht, ich bin hier in der Gruppe von dem Worldboss drin. Wenn bei euch die Woche auch der Worldboss ab ist, dann macht es am meisten Sinn, darüber zu hoppen oder halt über irgendwelche anderen Gruppen, wenn es bei euch nicht da ist. Wie lange es dauert zum Respawnen, weiß ich leider nicht. Aber ich habe es jetzt auf einigen Servern schon gesehen. Es scheint nicht allzu lang zu sein. Bloß es sind halt gerade, weil das die ersten zwei Wochen buggy war, das Mount sehr viele Leute unterwegs, die das Mount farmen wollen. Deswegen müsst ihr, wenn, dann ein bisschen warten oder im Tool ein bisschen durchhoppen, um dann dementsprechend euer Mount zu kriegen. So, jetzt sind wir hier nochmal in die Lava reingefallen. Ich habe vorhin schmerzlich erfahren müssen, dass man hier aus der Lava nicht hochlaufen kann. Das scheint irgendwie zu steil zu sein. Jetzt werden wir einmal uns das Mount nochmal angucken. Auch das Mount-Special zum Abschied. Und dann sind wir auch soweit durch. Ich habe vorher auch einen Paladin gesehen. Der hat vorher Gottesschild gezündet und dann das angeklickt. Also da gibt es schon verschiedene Möglichkeiten mit Hots und anderen Cooldowns, die ihr halt vorher ziehen müsst, um dementsprechend die 20 Sekunden auszuhalten. Beim Druid, habt ihr gesehen, war dieser diese Fähigkeit, die automatisch Rasenregeneration triggert, wenn ich zu low drop, eine gute Sache und dann passt das. Und es waren anscheinend doch 20 Sekunden und nicht 16, wie auf WoW Head steht, also müsst ihr halt echt ein bisschen gucken, dass ihr das aushaltet. So, da haben wir das Schneckenmount. Gehen wir noch mal einen Ticken näher ran. Es sieht auf jeden Fall ganz schick aus. Dann machen wir einmal Mount Special. Dann seht ihr, verzieht sich es einmal in sein kleines Schneckenhäuschen. Macht auf jeden Fall was her. So ein ähnliches Schneckenmount haben wir ja uns schon geholt aus einem anderen Event hier unten bei der Obsidian-Zitadelle. Da könnt ihr auch gerne reinschauen. Und ja, das war es eigentlich soweit mit dem, was ich euch zeigen konnte. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Viel Spaß beim Nachfarmen. Und wie gesagt, wenn ihr das jetzt hier nicht schafft mit den... Ach, schau mal, da ist es schon wieder gespawnt. Also es geht doch relativ schnell. Ah, nee, ich bin aus der Raid-Gruppe raus, sehe ich gerade.
Wenn ihr es nicht schafft in der Zeit, holt euch einfach irgendwen, der euch von außen heilt. Dann soll es easy klappen. Man braucht ja halt eine zweite Person, die das Ganze mit euch macht. Gut, ich verabschiede mich an der Stelle. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao.